talk. I won't shed a tear for them to see. Geht wieder los. Ich hoffe, ihr könnt mich ordentlich verstehen. Nämlich scheiß laut hier. Ja. Erstmal hierzu all meinen Freunden, Bekannten und euch lieben Möllianern ein schönes, neues, frohes und gesundes Jahr 2020. Mögen alle eure Wünsche und Träume in Erfüllung gehen. Und ja, ich freue mich aufs neue Jahr mit euch und bin echt gespannt, was noch so geht oder was nicht. Na? Wie ich euch schon gesagt habe, wird es jetzt jede Woche nur einen Teil mittwochs um 8 geben. Das Ganze bis Ende Februar, da ich wieder die Teile ziemlich strecken tue, weil ich ja in Urlaub fliege, Ende Januar für 3,5 Wochen. Und deswegen mache ich für euch jetzt fortlaufen die Wochen immer so, ja, dass wir halt mittwochs immer einen Teil machen, bis wir dann oder bis ich wieder aus dem Urlaub wiederkomme. Und dann geht ab spätestens März alles wieder seinen gewohnten Gang. Vielleicht mache ich auch noch einen Livestream, bevor ich abhaue, das überlege ich mir noch. Aber jetzt wollen wir erstmal die 2,5 Wochen Pellets fahren rumkriegen und lassen wir uns überraschen, was geht. Ich bin gespannt, ehrlich. Ich habe also ein bisschen die Erkältung in mir. Ich hoffe, sie bricht dann doch mal aus. Weil jetzt hier bei der Kälte alles draußen, rein, raus. Und schauen wir mal, wir wollen nicht rumjammern. So ist der Job, versteht ihr? So ist er. Also, nichtsdestotrotz, erster Großkunde. Meld mich bei euch, wenn wir fertig sind.
Mütze ab. Oh Mann, ey. Zweiter Kunde jetzt. Endlich unten. Es zieht sich heute leider alles ein bisschen in die Länge, weil ich heute erst um 8:30 wegkam, weil das Tablet nicht richtig funktioniert hat. Oh, und. Also immer so Sachen. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Hoffentlich kriege ich den letzten heute noch runter. Das wäre echt scheiße, ey. Wenn nicht. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Wisst ihr ja. Ich werde berichten, Freunde. Ich werde berichten. I won't shed a tear for them to see. I won't have your name to call. I will be the last to fall. Feierabend! Erster Tag rumgekriegt. Feierabend. Ich wollte jetzt gerne noch laden. Es ist kurz vor 8 abends. Damit ich morgen früh nicht so früh raus muss. Jetzt ist da ja die Hölle los. Kommst du abends um 8 hin, laden alle noch. Egal. Muss ich halt morgen früh raus. Ist es halt so. Scheiß drauf. Ja, erster Tag, eigentlich alles ganz gut gelaufen. Hatte heute Morgen ein bisschen Probleme mit meinem Tablet. Das hat ein bisschen doof gemacht, kam nicht an die Daten rum und das haben wir aber administratortechnisch ganz cool hingekriegt und ja, halbe Stunde gekostet, einen ganzen Zeitplan nach hinten geschmissen, aber wenn ich das jetzt sehe hier, dass du eh nicht mehr laden kannst, drauf gepfiffen. Ja Leute, dann würde ich sagen, mache ich mal Feierabend und wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Ne? Wie immer. Und denkt mir immer dran, egal was kommt, so ist der Job.
so und nicht anders. Also, bis morgen, Leute. Wicked, peace. Euer Mölli in alter Frische. Haut rein. Mölli ist in the Pellets Halle. Ja Mensch, was soll ich sagen? Ich habe jetzt schon zwei Kunden heute Morgen das erste Mal geladen. Zwei Kunden habe ich schon unten. Gestern Abend konnte ich ja nicht mehr laden, hatte ich euch ja gesagt. Deswegen habe ich mal die Frechheit besessen, das heute Morgen mal nicht zu zeigen. Weil ihr wisst ja sowieso, dass das sich ständig wiederholt, aber ich zeige ja noch genug. Ja, ich habe jetzt nochmal das Auto voll gemacht, wahrscheinlich nachher nochmal, damit ich für Dienstag vorgeladen habe, weil wir sind ja in der königlichen Situation, dass wir am Montag Feiertag haben. Und that's why I love Bavaria. Und ja, am Dienstag habe ich erstmal ein Studentenwohnheim, ein größeres, volles Auto eigentlich fast, kannst du sagen. Und dann so ein bisschen noch was rundherum. Also die Arbeit geht nicht aus. Sagen wir es mal so. Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt nochmal voll gemacht. Habe jetzt noch zwei Kunden mit insgesamt, ich glaube, 11 Tonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Und die bringe ich jetzt weg. Und werde mich bei euch melden, wie sich das gehört. Ne? Also bis dahin, Freunde. Ich düse mal los. Haut rein. Yeah.
Für heute. Hammer. Bin auf dem Weg nach Hause, habe jetzt das dritte Mal heute geladen. War aber, ja, musste so sein, weil sonst hätte ich am Dienstag, weil denk dran, Montag ist Feiertag, hätte ich am Dienstag erst nochmal auf die Firma zurückgemusst und dann wieder zurück nach Würzburg. Absoluter Umweg. Schwachsinn hoch 10. Also nochmal geladen. Waren jetzt nochmal nur 12 Tonnen dazu. Ging eigentlich einigermaßen. Ratzefatze. Ne? Hatte zwar einen Kollegen vor mir, aber es ging. Es ging, es ging, es ging, es ging. Ja, ich bin jetzt gleich zu Hause, Freunde. Ich würde ganz einfach sagen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt sauber und gesund. Ne? Gesundheit ist wichtig. Wichtig. Und wir sehen uns am Dienstag in alter Frische wieder. Ja. Wicked Peace, euer Mölli. Bis dahin. Gehabt euch wohl.